Sehr geehrte Damen und Herren, die Aufstellung des Haushaltsplans war in diesem Jahr eine besonders herausfordernde Aufgabe und ich vermute, dass auch der Rat der Stadt Warendorf in diesem Jahr besonders gespannt ist, welchen Haushaltsplanentwurf der Bürgermeister einbringt. Dabei bestand die Herausforderung nicht nur darin, einen Haushalt aufzustellen, der den Spagat zwischen steigenden Kosten und knappen Finanzen einigermaßen erträglich bewältigt, sondern auch darin, dass die interne Zeitschiene diesmal besonders eng war. Das hängt vor allem damit zusammen, dass der Jahresabschluss 2021 aufgrund der Hinweise des Rechnungsprüfungsamts erheblich überarbeitet werden musste, sodass dieser erst im November vom Rat festgestellt worden ist. Zudem hat die Kämmerei parallel auch weiter am Jahresabschluss 2022 gearbeitet, welchen ich jedoch, anders als zunächst geplant, hier heute parallel leider noch nicht mit vorlegen kann. Dies ist nun für die erste Ratssitzung im Jahr 2024, also für den 15. Februar 2024 geplant und meines Erachtens zeitlich insofern auch noch ausreichend, da auch dann noch die Möglichkeit besteht, die Bewertung des Haushaltsplans 2024 unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses bis zum Jahr 2022 vorzunehmen. Der Haushalt der Stadt Warendorf für das Jahr 2024 spiegelt im Wesentlichen zwei Entwicklungen wider. Das ist zum einen unsere Diskussion zur Projektliste, also zu den möglichen und nötigen Investitionsvorhaben für die nächsten Jahre und deren Auswirkungen auf die Entwicklung der Verschuldung sowie die Schuldentragfähigkeit der Stadt, wie wir sie zuletzt in der Sitzung des Hauptfinanz- und Wirtschaftsausschusses am 27. November 2023 geführt haben. Darüber hinaus spiegelt dieser Haushalt aber auch die aktuelle Situation der Kommunalfinanzen allgemein und insbesondere im Land Nordrhein-Westfalen wider. Vor diesem Hintergrund kann es nicht überraschen, dass der Haushalt in 2024 nicht ausgeglichen ist. Vielmehr weist er ein hohes Defizit, und zwar von rund 10,9 Millionen Euro in 2024 auf. Dies ergibt sich aus 150 Millionen Ertrag und 125,9 Millionen Aufwendung. Das Defizit entspricht etwa 8,7% des Haushaltsvolumens. Für die Folgejahre sind ebenfalls Defizite zu erwarten, welche jedoch unter den getroffenen Annahmen jeweils nicht zu einem Eigenkapitalverzehr von mehr als 5% führen. Daher ist dieser Haushalt in der vorgelegten Form auch nach altem, also dem bis heute geltenden nordrhein-westfälischen Haushaltsrecht, genehmigungsfähig. Allerdings sind dazu Steuererhöhungen eingeplant. Bei der Gewerbesteuer eine Hebesatzerhöhung von 427 von 100 auf 432 von 100 und bei der Grundsteuer B eine Hebesatzerhöhung von aktuell 493 von 100 auf dann 540 von 100. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen, etwas ausführlicher auf die allgemeine Lage der Kommunalfinanzen im Bund sowie insbesondere im Land Nordrhein-Westfalen einzugehen. Wie allgemein bekannt, hat der Ukraine-Krieg eine insbesondere von den unmittelbaren und mittelbaren Folgen höherer Energiepreise getriebene Inflation ausgelöst. Während im Jahr 2021 die Inflationsrate noch bei 3,1% lag, waren es im Jahr 2022 7,9%. Aktuell liegt die jährliche Inflation wieder bei 3,2%. Gestiegen sind neben den Kosten für Energie und Lebensmittel vor allem die Baukosten. Zusätzlich haben die Gewerkschaften auch für den öffentlichen Dienst durchgesetzt, dass die Lohnentwicklung der allgemeinen Preisentwicklung folgt. Gleichzeitig hat der Staat derzeit einiges an zusätzlichen Aufgaben zu bewältigen. Das gilt auch für die kommunale Ebene. Ich nenne hier die Stichworte: Kita-Ausbau, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule sowie Klimaschutz und Wärmewende. Auch die Bedeutung des Katastrophenschutzes ist nach Pandemie und Flutkatastrophen und dem Ukraine-Krieg wieder erkannt. Die Unterbringung und Integration geflüchteter Menschen bleibt weiter eine riesige, manchmal kaum zu bewältigende Aufgabe, welche die kommunalen Haushalte in Anspruch nimmt. Leider sind alle diese, teils zusätzlichen Aufgaben, nicht auskömmlich durch Land und Bund gegenfinanziert. Beispielhaft, aber zugleich mit besonders deutlichen Auswirkungen für unseren Haushalt, ist hier das dringend zu reformierende Kinderbildungsgesetz NRW, kurz KiBiZ, zu nennen. Aufgrund der derzeitigen nicht auskömmlichen KiBiZ-Mieten benötigen private Investoren für die Realisierung von Kita-Neubauten erhebliche kommunale Zuschüsse. Auch kommunale Neubauprojekte sind seit einiger Zeit bei Weitem nicht mehr vollumfänglich rentierlich. Hinzu kommt, dass ebenso die Finanzierung der Betriebskosten dauerhaft auskömmlich sein muss. Auf der Einnahmeseite, das heißt bei den Steuern, haben wir es leider mit einer weniger dynamischen Entwicklung zu tun.
Bekanntlich befindet sich Deutschland aktuell in einer leichten Rezession. Schon das hat naturgemäß Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen, wo sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse im GFG 2024 gegenüber dem GFG 2023 nur um rund 0,9% erhöht hat. Ein weiterer Grund dafür, dass die Steuereinnahmen mit den diversen Mehraufwendungen nicht Schritt halten können, besteht darin, dass als Reaktion auf die lahmende Konjunktur auf Bundesebene mit dem Inflationsausgleichsgesetz 2022 sowie dem Jahressteuergesetz 2022 diverse Steuersenkungen beschlossen worden sind. Nach Berechnungen der kommunalen Spitzenverbände führt schon das auf kommunalen Ebenen zu Einnahmeausfällen von bundesweit mehr als 5 Milliarden Euro jährlich. Hinzu kommt, dass auf Bundesebene weitere Steuererleichterungen geplant sind, insbesondere mit dem sogenannten Wachstumschancengesetz. Bekanntlich befindet sich dieses Gesetzgebungsvorhaben derzeit im Vermittlungsverfahren zwischen Bundestag und Bundesrat. Daher sind die endgültigen Auswirkungen auf die Steuereinnahmen von Land und Kommunen noch abzuwarten. Möglicherweise werden sich aber auch aus diesem Gesetzgebungsvorhaben insbesondere für die Jahre ab 2025 noch erhebliche Mindereinnahmen für die Städte und Gemeinden ergeben. Die bundespolitische Ausgangslage trifft in Nordrhein-Westfalen auf eine Situation, in der die Kommunen trotz einer gerade in Nordrhein-Westfalen hohen Kommunalisierungsgrades mit einem Anteil von nur 23 von 100 am Gesamtaufkommen aus den Gemeinschaftssteuern, also der Einkommenssteuer, der Körperschaftssteuer und der Umsatzsteuer, strukturell unterfinanziert sind. Daher sind die Hebesätze zur Gewerbesteuer und zur Grundsteuer B gerade in Nordrhein-Westfalen besonders hoch. Zugleich gibt es gerade in Nordrhein-Westfalen eine Vielzahl von Kommunen, welche sich in einer prekären Haushaltslage befinden, also hohe Kassenkreditbestände aufweisen bzw. bilanziell überschuldet sind. Dieses strukturelle Problem in Nordrhein-Westfalen wird aktuell dadurch verschärft, dass sich die Schere zwischen dem Aufgabebedarf und den Steuereinnahmen aus den genannten Gründen weiter aufspreizt, sodass zahllose weitere Kommunen in die Haushaltssicherung abzurutschen drohen. Das hat zwar auch die Landesregierung in Düsseldorf erkannt, gleichzeitig ist auch diese mit dem Problem einerseits steigender Kosten und einer damit andererseits nicht schritthaltenden Einnahmeentwicklung konfrontiert. Daher sieht sich die Landesregierung nicht in der Lage, den Kommunen über das GFG 2024 weitere Ressourcen, also frisches Geld, zur Verfügung zu stellen. Stattdessen plant die Kommunalministerin mit einem dritten NKF-Änderungsgesetz eine umfassende Reform, insbesondere der Regelung zum Haushaltsausgleich im NKF. Die wichtigste der geplanten Änderungen besteht darin, dass die Kommunen die Möglichkeit erhalten sollen, Verluste eines Haushaltsjahres 3 Jahre lang vorzutragen. Der Verlustvortrag soll als solcher keine HSK-Pflicht auslösen. Zusätzlich soll das Haushaltsrecht auch an anderen Stellen gelockert werden, insbesondere indem die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands künftig bis zu 2% der Aufwendungen, heute sind das 1%, zulässig sein soll. Sowie dadurch, dass der Investitionsbegriff ausgeweitet wird, sodass Maßnahmen, die heute noch konsumtiv, also aufwandswirksam zu verbuchen sind, künftig zu Investitionen werden und dadurch den Ergebnishaushalt nicht mehr belasten. Nach dem neuen Haushaltsrecht dürfte es, jedenfalls wenn alles so kommt, wie aktuell in Düsseldorf diskutiert, für die Stadt Warendorf zumindest mittelfristig durchaus machbar sein, den Haushalt so aufzustellen, dass trotz vergleichsweise hoher Defizite keine HSK-Pflicht entsteht. Dies kann man als beruhigend empfinden. Aus meiner Sicht ist es jedoch das Gegenteil. Denn das Ziel einer verantwortlichen städtischen Finanzpolitik muss doch darin bestehen, die städtischen Finanzen geordnet zu halten und nachhaltig auszurichten und sollte deshalb nicht darauf schielen, ob die Kommunalaufsicht wegen der Veränderungen im Haushaltsrecht gerade noch nicht eingreifen kann, obwohl Ausgaben und Einnahmen ganz ersichtlicherweise dauerhaft nicht im Einklang stehen und die Stadt gerade dabei ist, sich finanziell zu überheben. Dass Sie alle dies ähnlich sehen, war in den Diskussionen zur Projektliste in den Sondersitzungen des Hauptfinanz- und Wirtschaftsausschusses über alle Fraktionsgrenzen hinweg deutlich spürbar. Mich freut das und ich denke, es ist eine gute Grundlage für die nun anstehenden Beratungen zum Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024, einschließlich der Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027. Für mich war bei der Aufstellung dieses Haushalts der Gedanke der Nachhaltigkeit und der Verantwortlichkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, auch mit Blick auf künftige Jahre, die verbindliche Leitschnur. Denn es muss doch unser gemeinsames Ziel sein, und es ist im Sinne der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, dass die Stadt auch mittel- und langfristig finanziell handlungsfähig bleibt
und es die politischen Gestaltungsspielräume gibt, die nötig sind, um das Gemeinwesen aktiv zu gestalten, anstelle nur mehr schlecht als recht die Pflichtaufgaben zu verwalten. Deshalb haben wir bei der Aufstellung des Haushalts 2024 alle Stellschrauben bedient, die uns auf der kommunalen Ebene zur Verfügung stehen, um solide Stadtfinanzen beizubehalten. Wir haben die Investitionsmaßnahmen auf den Prüfstand gestellt und Projekte, wie zur Projektliste zuletzt im Hauptfinanz- und Wirtschaftsausschuss diskutiert, teilweise gestrichen bzw. geschoben. Im Aufwandsbereich wurde, wo immer möglich, gespart. Und auch die im Ergebnis meines Erachtens letztlich unvermeidbaren und deshalb gebotenen Steuererhöhungen schlägt dieser Haushaltsplanentwurf 2024 vor. Dies vorangeschickt komme ich nun zum Haushalt 2024 im Einzelnen. Beginnen möchte ich mit dem Finanzplan, also den für 2024 und den weiteren Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionsvorhaben. Wir haben darüber im Rahmen der sogenannten Projektliste bereits intensiv diskutiert. Der Haushaltsplanentwurf bildet insofern nun im Wesentlichen den Diskussionsvorschlag der Verwaltung vom 30. November 2023 ab. Die Folie, die Sie jetzt sehen können, zeigt die größten Investitionsvorhaben, welche im Haushalt enthalten sind. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Bereichen Stadtentwicklung, Schule, Kita, Feuerwehr sowie Stärkung der Stadtwerke. Die größten Einzelmaßnahmen finden sich dabei im Bereich der Schule sowie Feuerwehr bzw. Rettungsdienst. Die großen Schulbaumaßnahmen Mariengymnasium und Everwort-Grundschule laufen bekanntlich bereits. Die nächste Schulbaumaßnahme wird die Erweiterung der Dächern-Wessing-Schule in Hothmar werden. Dazu fand gerade in der letzten Woche am Nikolaustag die Preisgerichtssitzung statt, welche den Planungswettbewerb abgeschlossen hat und ein, wie ich finde, überzeugendes Ergebnis erzeugt hat. Im Bereich Kita sind die städtischen Investitionszuschüsse zu den drei Investorenprojekten der Marienstiftung, der Firma Gründker bzw. zum Campus Hothmar veranschlagt. Darüber hinaus enthält der Haushalt 2024 die erforderlichen Mittel für drei weitere Kindergärten, bei denen die Stadt Warendorf selbst als Investor auftritt, wovon zwei Kindergärten im Gebiet in der Brinke liegen und einer in Freckenhorst. Von den beiden Warendorfer Kindergärten ist bekanntlich einer bereits im Bau. Für die Feuerwehr sind diverse Maßnahmen im Haushalt berücksichtigt. Bei den Baumaßnahmen wird, wie Sie wissen, als nächstes das Feuerwehrgerätehaus in Freckenhorst neu errichtet werden. Im nächsten Schritt soll dann das Feuerwehr- und Rettungswache-Gebäude am Holzbach erstellt werden. Hierzu sind noch finale Abstimmungen zum Raumprogramm erforderlich. Auch Beschlüsse des Rates dazu müssen noch erfolgen. Das wird derzeit für die Sitzung im ersten Quartal 2024 vorbereitet. Da das Raumprogramm für das Projekt am Holzbach noch nicht abschließend steht, können auch die Kosten dafür derzeit nur grob geschätzt werden. Die Verwaltung geht derzeit von einer Größenordnung von rund 30 Millionen Euro aus. Im Haushalt 2024, einschließlich der Finanzplanung bis 2027, ist davon nur die Hälfte abgebildet. Die weiteren rund 15 Millionen würden bei weiter planmäßigem Verlauf, aber unmittelbar anschließend, an den Finanzplanungszeitraum benötigt werden, da das Bauvorhaben möglichst in 2028 abgeschlossen sein sollte. Neben den Baumaßnahmen sind für die Feuerwehr entsprechend dem Brandschutzbedarfsplan noch diverse Fahrzeugerschaffungen, Ersatzbeschaffungen notwendig. Im Haushalt veranschlagt sind insgesamt 12 neue Fahrzeuge. Das diesbezügliche Investitionsvolumen beträgt 4,7 Millionen Euro. Mindestens so interessant wie die Frage, welche Investitionsmaßnahmen der Haushalt 2024 enthält, ist wahrscheinlich die Frage, welche Maßnahmen fehlen. Auch das sind einige, wie Sie jetzt in der gezeigten Übersicht sehen können. So fehlen unter anderem Haushaltsansätze für die Erweiterung der Laurentiusschule, den Kindergarten am Drosselweg, die Baumsanierung im Bereich der Kardinal-von-Galen-Straße, den Ausbau des grünen Markenwegs, den Neubau eines Hallenbads oder weitere umfassende Maßnahmen zur energetischen Sanierung städtischer Gebäude. Auch das Thema Wärmenetz und die Sanierung der Straßenbeleuchtung, das heißt der Austausch der Leuchtenköpfe durch neue LED-Leuchten, sind im Haushaltsplanentwurf noch nicht berücksichtigt. Das hat jedoch andere Gründe. Was das Wärmenetz angeht, ist aktuell, wie Sie wissen, noch unsicher, welche Fördermittel insofern fließen und welches Finanzierungskonzept auf dieser Basis entsteht. Und was den Austausch der Leuchtenköpfe bei der Straßenbeleuchtung betrifft, bestand bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch zu viel Klärungsbedarf, um hierfür bereits Haushaltsplanansätze vorzusehen. Hier besteht die Aufgabe für die nächsten Wochen darin, eine organisatorische und steuerlich optimierte Form zu entwickeln, in der im Rahmen oder unabhängig vom bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrag der Wechsel der Beleuchtungsart in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken bewältigt werden kann.
Trotz aller Streichungen bzw. Verschiebungen im Zeitraum ab dem Jahr 2028 ist das Gesamtvolumen aller Investitionen, die für die Jahre 2024 bis 2027 veranschlagt sind, überaus beachtlich. Veranschlagt sind Maßnahmen mit einem Volumen von insgesamt rund 130 Millionen Euro. Das sind durchschnittlich mehr als 30 Millionen pro Jahr. Die Haushaltsbelastung ist jedoch, wie Sie der Übersicht entnehmen können, deutlich geringer. Ein Grund dafür sind die Grundstücksveräußerungen. Weil die Stadt in den vergangenen Jahren zur Bevorratung, aber auch zur konkreten Entwicklung von Projekten etliche Flächen gekauft hat, können nun, für das Baugebiet in De Brinke ist dies in der Vergangenheit ja im Wesentlichen schon passiert, weitere Flächen veräußert werden. Unter anderem Wohnbauflächen in Ain, Milte und einige Restflächen im Gebiet in De Brinke sowie Gewerbeflächen in Hothmar und Milte. Diesbezüglich sind für den gesamten Finanzplanungszeitraum Einnahmen von rund 10,6 Millionen Euro eingeplant, während für den Erwerb zusätzlicher Flächen und Gebäude im Haushalt 2024 nur rund 6 Millionen Euro veranschlagt werden mussten. Ich denke, dies veranschaulicht auch, dass die Stadt richtig beraten ist, an ihrer bisherigen Strategie festzuhalten, nämlich Flächen zu erwerben und diese erst dann gegebenenfalls zu veräußern, wenn sie überplant und dadurch werthaltiger geworden sind. Und das gilt übrigens auch für die Ems-Insel. Wenn wir diese Fläche jetzt veräußern würden, verliert die Stadt nicht nur eine Gestaltungsmöglichkeit, auf die sie lange gewartet hat, eine Veräußerung zum jetzigen Zeitpunkt ist auch finanzstrategisch unklug. Denn die Ems-Insel ist heute, bevor darauf ein Bebauungsplan liegt, für jeden Investor ein riskantes Spekulationsobjekt. Das heißt, die Fläche kann nicht den gleichen Wert erzielen, wie es bei dem Inkrafttreten eines rechtskräftigen Bebauungsplans der Fall sein wird. Dieser Nachteil steht völlig außer Verhältnis zur eventuellen Einsparung von Zinsen für das Darlehen, mit dem der Kauf der Ems-Insel finanziert worden ist. Was die Entwicklung der ordentlichen Verschuldung der Stadt angeht, möchte ich zunächst an den letzten Finanzplan zum Haushaltsjahr 2023 erinnern. Danach sollte die ordentliche Verschuldung der Stadt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums, das war der 31.12.2026, auf rund 125,5 Millionen Euro ansteigen. Das war schon damals problematisch und es ist heute vor dem eingangs geschilderten Hintergrund gestiegener Kosten, stagnierender Einnahmen und nachhaltig erhöhter Zinsen umso problematischer. Deshalb war es richtig und unerlässlich, dass wir uns gemeinsam an die Arbeit gemacht haben, die Investitionsvorhaben noch klarer zu priorisieren und den Investitionsplan auf das Machbare und finanziell Tragbare zurückzuführen. Einige der Streichungen und Streckungen, die der Haushalt nun zugrunde legt, sind nicht unproblematisch. Darüber wird man im Rahmen der Haushaltsplanberatung sicher noch eingehend diskutieren müssen. Eine grundsätzliche Kursabkehr darf es meines Erachtens jedoch nicht geben. Rechnerisch ergibt sich im Haushalt nun bis zum Ende des neuen Finanzplanungszeitraums, das heißt bis zum 31.12.2027, eine ordentliche Verschuldung von rund 93 Millionen Euro. Das liegt etwa in der Größenordnung dessen, was wir zuletzt als finanziell tragbar diskutiert haben. Zusätzlich ist dazu aber noch zweierlei anzumerken. Erstens ist ein Teil der Investitionen, die zu dieser Verschuldung führen, rentierlicher Art. Das heißt, dass aus einem Teil der Investitionen Erträge entstehen, die für den Kapitaldienst der Darlehen genutzt werden können. Das gilt für den Rettungswachenteil des Bauvorhabens am Holzbach, weil dieser Teil des Gesamtvorhabens zumindest ganz überwiegend über die Rettungsdienstgebühren finanziert werden kann. Und es gilt auch, wenn auch nur teilweise, für die drei Kindergärten, welche die Stadt Warendorf als Investor errichtet. Denn hier kann vom Träger eine Kiebitzmiete vereinnahmt werden, wenngleich diese aktuell leider nicht ausreichend ist. Insgesamt liegt der rentierliche Teil der Investitionen bei 10 bis 12 Millionen Euro. Zweitens ist aber auch zu berücksichtigen, dass das Bauvorhaben für die Rettungswache und das Feuerwehrgerätehaus am Holzbach im Finanzplan aktuell nur mit rund der Hälfte der voraussichtlichen Gesamtkosten veranschlagt ist. Weitere 15 Millionen Euro, beziehungsweise abzüglich des rentierlichen Anteils eine Größenordnung von ca. 10 Millionen Euro, wird unmittelbar im Anschluss an den aktuellen Finanzplanungszeitraum zu finanzieren sein. Im Ergebnis bleibt es also dabei, dass das Investitionsprogramm zum Haushalt 2024 eine Gesamtverschuldung in der Größenordnung von gut 90 Millionen Euro erzeugen würde. Das deckt sich mit der in der Sondersitzung des Hauptfinanz- und Wirtschaftsausschusses am 16.10. entwickelten Überlegung, dass die Finanzkraft der Stadt Warendorf, wenn man ein mittleres Szenario zugrunde legt, in etwa ausreichen könnte, eine Verschuldung von 95 Millionen Euro zu tragen. Ich komme nun zum Ergebnishaushalt. In der Übersicht, die Ihnen jetzt gezeigt wird, stechen vor allem vier Balken ins Auge. Der erste ragt ins Positive. Das ist das hervorragende Jahresergebnis 2021,
welches allerdings nicht unerheblich auf Buchgewinne im Rahmen der buchhalterischen Bereinigung des Umlegungsverfahrens in de Brinke zurückzuführen ist. Alle weiteren Daten sind Planzahlen, da, wie schon angemerkt, auch für das Jahr 2022 noch kein Jahresabschluss vorliegt. Gleiches gilt naturgemäß für das Jahr 2023. Die letzten Balken sind die Planzahlen aus dem Haushaltsplanentwurf 2024 mit der Finanzplanung bis zum Jahr 2027, welcher hier heute Thema ist. Dabei sticht wiederum das hohe Plandefizit für das Jahr 2024 ins Auge. In den Folgejahren entwickeln sich die Defizite moderat. Wegen des exzellenten Jahresergebnisses für 2021 verfügen wir mit Stand 31.12.2021 über eine Ausgleichsrücklage in einer Rekordhöhe von 21,9 Millionen Euro. Diese reicht, wie Sie der Übersicht entnehmen können, aus, um die Plandefizite für das Jahr 2022 und das Jahr 2023 auszugleichen. Sie reicht jedoch nicht, um damit auch noch das hohe Defizit des Jahres 2024 von 10,9 Millionen Euro zu decken. Folglich muss bereits in 2024 die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Dies jedenfalls ist, Stand heute, das heißt ohne, dass ein Jahresabschluss 2022 erstellt ist, die Situation. Die Stadtkämmerei geht davon aus, dass das Jahresergebnis 2022 besser ausfallen wird als mit dem fortgeschriebenen Ergebnis von 11,2 Millionen Euro minus geplant. Einigermaßen belastbare Aussagen dazu, in welcher Größenordnung die Verbesserungen eintreten werden, sind heute noch nicht möglich. Ich hatte schon erwähnt, dass der Jahresabschluss 2022 für Mitte Februar erstellt und im Rat vorgelegt werden wird. Auf dieser Basis werden die Zahlen, die Sie hier sehen, dann im Rahmen der Haushaltsplanberatung aktualisiert werden müssen. Für die Frage der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2024 ist jedoch entscheidend, dass auch ohne eventuelle Verbesserungen aus dem Jahresabschluss 2022 und ohne Inanspruchnahme der neuen Gestaltungsmöglichkeiten auf der Grundlage des dritten NKF-Änderungsgesetzes die Grenze von 5% Eigenkapitalverzehr nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gerissen wird. Zwar liegt im Jahr 2024 der EK-Verzehr bei fast 10%, für die Jahre 2025, 26 und 27 bewegt er sich jedoch unter der 5%-Marke. Die Übersicht zeigt die genauen Werte. Es sind 4,31% in 2025, 2,68% in 2026 und knapp 2% in 2027. Erreicht wird dieser eher moderate EK-Verzehr, dazu komme ich gleich, allerdings auch, weil in dem Zahlenwerk Steuererhöhungen bereits berücksichtigt sind. Zunächst jedoch zum Aufwandsbereich. Die Übersicht zeigt drei große Aufwandsposten, von denen jedoch nur der Personalaufwand beeinflussbar ist und auch das nur teilweise. Wie Sie sehen, steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen von 2023 auf 2024 deutlich. Der Hauptgrund dafür sind die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst. Die Tarifrunde 2023 wurde auf der Basis des Schlichterspruchs mit einer Kombination von Einmalzahlungen und einer Veränderung des Tabellenentgelts abgeschlossen. Die Kostensteigerung verteilt sich auf die Jahre 2023 und 2024. Nach Berechnungen des Kommunalen Arbeitgeberverbands belaufen sich die dauerhaften Mehrkosten für die öffentlichen Arbeitgeber auf rund 11,7%. Bei der Stadt Warendorf kommt hinzu, dass einige der in der Vergangenheit neu geschaffenen Stellen erst in 2024 vollaufwandswirksam werden. Da der Tarifvertrag bis Ende 2024 läuft, konnten die Personalkostenansätze für die tariflich Beschäftigten fast punktgenau geplant werden. Für das Jahr 2025 nach Ende der Laufzeit haben wir eine pauschale Personalkostensteigerung von 3 von 100 angenommen und für die Folgejahre 2026 und 2027 jeweils pauschale Steigerungen von 2 von 100 berücksichtigt. Die Beamtenbesoldung orientiert sich normalerweise am Tarifergebnis für die tariflich Beschäftigten der Länder. Seit Ende letzter Woche gibt es dazu eine Einigung und die Staatskanzlei NRW hat in dieser Woche mitgeteilt, dass vorbehaltlich der gesetzlichen Umsetzung die Tarifabschlüsse 1:1 auf die Beamtinnen und Beamten übertragen werden. Das Ergebnis der Tarifverhandlungen war noch nicht bekannt, als die Ansätze in den Haushalt eingestellt wurden. Im Haushalt ist für 2024 eine pauschale Besoldungserhöhung von 6% berücksichtigt, was im Wesentlichen, vor allem wegen der geringen Anzahl an Beamten, auch auskömmlich sein dürfte. Auch im Beamtenbereich wurden für die Folgejahre weitere Steigerungen von 3 von 100 bzw. 2 von 100 veranschlagt. Weitere Gründe für die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen gibt es nicht. Im Stellenplan sind keine zusätzlichen Stellen eingeplant, und zwar obwohl und in vielen Fällen auch durchaus nachvollziehbar die einzelnen Ämter teilweise mehr Bedarfe angemeldet hatten. Angesichts der Finanzlage konnte ich dem jedoch nicht entsprechen, beziehungsweise nur in dem Maße, in dem anderen Stellen, an anderer Stelle Stellenanteile eingespart worden sind.
Bei der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage fehlen uns bekanntlich effektive Einflussmöglichkeiten. Leider steigen auch diese Bedarfe seit Jahren immer weiter an. Dies mag teilweise unvermeidbar oder zumindest nachvollziehbar sein. Gleichwohl möchte ich mir hier den Hinweis erlauben, dass der Kreis Warendorf und der Landschaftsverband Westfalen-Lippe seinen Stellenplan zum Jahr 2024 ausweiten werden. Die Belastungen daraus sind letztlich von den Städten und Gemeinden und somit auch von der Stadt Warendorf über die Kreisumlage zu tragen. Ich komme nun zu den Steuern und damit auch zum Thema Steuererhöhungen. Die Grafik zeigt die Einnahmeentwicklung aus den 5 wichtigsten kommunalen Steuerquellen, nämlich der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Schlüsselzuweisungen, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie der Grundsteuer B. Was zunächst die Gewerbesteuer angeht, so hat sich diese im laufenden Jahr 2023 enorm positiv entwickelt. Das Rechnungsergebnis für 2023 wird bei 30.283.000 Euro liegen. Das ist ein Allzeithoch und liegt 1,1 Millionen über dem, was für das Jahr 2023 schon eher optimistisch geplant worden war. Wegen der exzellenten Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens haben wir uns unter Berücksichtigung des veränderten Preisniveaus zugetraut, für 2024 von einer Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer von 32 Millionen Euro auszugehen, und zwar auf der Basis des alten Hebesatzes. Wegen der hohen Defizite im Ergebnis- und Finanzplan ist es dabei aber nicht geblieben. Vielmehr möchte ich Ihnen eine moderate Hebesatzerhöhung auch bei der Gewerbesteuer vorschlagen, und zwar von 427 von 100 auf einen neuen Hebesatz von 432 von 100. Die Zusatzeinnahmen aus der Hebesatzerhöhung belaufen sich rein rechnerisch jährlich auf 375.000 Euro. Da der Hebesatz von 432 von 100 über dem fiktiven Hebesatz des Landes liegt, verbleiben die Mehrbeträge zu 100% bei der Stadt. Davon ist nichts über die allgemeine Kreisumlage oder die Jugendamtsumlage an den Kreis Warendorf abzuführen, und die Mehrträge führen auch nicht zu Abzügen bei den Schlüsselzuweisungen. Die zweitwichtigste Einnahmeposition ist weiterhin der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für diese Einnahmen gilt jedoch dasselbe wie für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen. Auf die Höhe hat die Stadt Warendorf letztlich keinen Einfluss. Die im Haushaltsplanentwurf gebildeten Ansätze für das Jahr 2024 sowie für die Folgejahre bis 2027 wurden aus den sogenannten Orientierungsdaten des Landes abgeleitet. Dies gilt insbesondere für die Steigerungsraten, welche das Land jeweils vorschlägt. Ob die Steigerungen hier und auch bei der Gewerbesteuer, wo wir damit ebenfalls gerechnet haben, letztlich realistisch sind, ist eine andere Frage. Entscheidend wird insofern nicht nur sein, wie sich die Konjunktur bundesweit bzw. bei uns lokal entwickelt. Darüber hinaus hängt die Entwicklung der Steuern auch vom Steuerrecht bzw. den Steuerentlastungsmaßnahmen auf Bundesebene ab. Auf das Wachstumschancengesetz hatte ich bereits hingewiesen. Auch für die Grundsteuer B schlage ich eine Steuererhöhung vor, und zwar eine Anhebung des Hebesatzes von aktuell 493 von 100 auf dann neu 540 von 100. Dies entspricht einem Anstieg um etwa 9,5%. Und diese Steuererhöhung führt zu jährlichen Mehreinnahmen von rund 600.000 Euro. Mir ist sehr bewusst, dass sich die Steuererhöhung bei der Grundsteuer B auf den Geldbeutel jedes einzelnen Bürgers und jeder einzelnen Bürgerin der Stadt Warendorf unmittelbar auswirkt. Gleichwohl bin ich der Auffassung, dass auch diese Hebesatzerhöhung nötig ist. In Zeiten der Inflation steigen auch im gewerblichen Bereich überall die Kosten, sodass die Unternehmer ihre höheren Kosten über höhere Preise an die Verbraucher weitergeben müssen. Und Gleiches gilt leider auch für die Kommunen. Auch für die Stadt Warendorf steigen die Kosten, beispielsweise die Personalaufwendungen, und deshalb müssen auch von den Kommunen diese höheren Kosten letztlich an die Bürgerinnen und Bürger weitergegeben werden. Dies erfolgt bei den Ertragssteuern und der Umsatzsteuer quasi automatisch, da das nominale Aufkommen aus diesen Steuern inflationsbedingt mitwächst. Anders ist dies jedoch bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B. Diese Steuern sind statisch, da die Messbeträge nicht angepasst werden, wenn sich inflationsbedingt das Preisniveau ändert. Die einzige Möglichkeit, die Grundsteuer B an eine Inflationsentwicklung anzupassen, besteht daher darin, den Hebesatz zu ändern. Dass ein Hebesatz von 540 von 100, das heißt eine Anhebung von 9,5%, durchaus als angemessen erscheinen kann, ergibt sich aus der Entwicklung der allgemeinen Lebenshaltungskosten. Der Preisindex über die Lebenshaltung der privaten Haushalte ist vom 1. Februar 2022 bis zum 1. November 2023, also im Zeitraum, der durch den Ukraine-Krieg beeinflusst ist, um 10,6% gestiegen. Noch deutlicher fällt der Anstieg aus, wenn man den Zeitraum betrachtet, seitdem die Stadt Warendorf die letzte deutliche Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B vorgenommen hat. Das war im Jahr 2017. Damals wurde der Hebesatz von 433 von 100 auf 480 von 100 erhöht.
Der Preisindex ist aber seit dem 01.01.2017 bis zum 01.11.2023 um 23,3% gestiegen. Das bedeutet, dass das reale Aufkommen bei der Grundsteuer B seit 2017 sukzessive gesunken ist. Die Bürger wurden durch das veränderte Preisniveau, wenn man so will, sukzessive entlastet. Und zwar in einer Weise, dass auch die nun durchaus kräftige Anhebung auf einen Hebesatz von 540 von 100 bei weitem nicht ausreicht, um den realen Kaufkraftverlust seit 2017 auszugleichen. Es wird somit ersichtlich, dass die Bürger auch nach dieser Steuererhöhung real in 2024 durch die Grundsteuer B noch deutlich weniger belastet sind, als dies in 2017 der Fall war. Und trotzdem, und das möchte ich betonen, ist die Steuererhöhung natürlich unerfreulich und für die Bürgerinnen und Bürger ärgerlich. Sie ist deshalb nur vertretbar, wenn wir zugleich alles Mögliche tun, um bei Investitionen und Aufwendungen zu sparen. Und genau das ist mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 erfolgt. Die vorgeschlagenen Steuererhöhungen werden zum einen dazu beitragen, dass die Defizite im Ergebnishaushalt begrenzt werden. Darüber hinaus, und das ist mindestens genauso wichtig, reduzieren sie auch den Aufbau von Kassenkrediten, und zwar über den gesamten Finanzplanungszeitraum im Volumen von immerhin 4 Millionen Euro. Wenn Sie sich mit dem Haushalt 2024 näher beschäftigen, werden Sie sehen, dass im Finanzplan der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2024 bis 2026 jeweils negativ ist, und zwar deutlich negativ. Nur im Jahr 2027 entsteht ein kleines Plus. Gleichzeitig muss die Stadt wegen der stark aufwachsenden ordentlichen Verschuldung immer mehr Liquidität einsetzen, um die Kredite zu tilgen. Das sollte an sich aus Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit geschehen. Da es diese Überschüsse jedoch nicht gibt, erfolgt die Tilgung der ordentlichen Kredite, jedenfalls in dem aktuellen Plan, durch die Aufnahme von Kassenkrediten. Im gesamten Zeitraum 2024 bis 2027 entsteht ein negatives Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von minus 9,6 Millionen Euro. Das ist die Summe der blauen Balken. Gleichzeitig sind 11 Millionen Euro für die Tilgung der ordentlichen Kredite aufzubringen. Das sind die roten Balken. Die Summe aus beiden erzeugt einen Kassenkreditbedarf, der ist dann lila dargestellt, welcher sich über alle 4 Jahre auf über 20 Millionen Euro aufsummiert. Dafür entfallen allein 9,3 Millionen auf das Jahr 2024. Auch um diese im Grundsatz gefährliche Entwicklung abzuschwächen, habe ich mich entschieden, sowohl bei der Grundsteuer B als auch bei der Gewerbesteuer Steuererhöhung vorzuschlagen. Ich komme nun zum Schluss. Ich hoffe, es ist bis hierher schon deutlich geworden, dass trotz eines hohen Bestandes an Ausgleichsrücklage, trotz Genehmigungsfähigkeit des Haushalts und trotz einer Verschuldung, die anders als im Vorjahr wieder in einem Rahmen bleibt, der mittel- und langfristig tragbar sein müsste, dass trotz all dem dieser Haushalt noch Fragen aufwirft. Denn die Entwicklung im Finanzhaushalt ist strukturell problematisch und auch was den Ergebnishaushalt angeht, möchte ich noch auf eine Unzulänglichkeit der Finanzplanung aufmerksam machen. Dies betrifft die bilanziellen Abschreibungen. Diese belaufen sich im Jahr 2024 auf 6,8 Millionen Euro. Für das Finanzplanungsjahr 2027 sind jedoch nur noch rund 5,9 Millionen Euro ausgewiesen. Das ist, wenn gleichzeitig rund 130 Millionen Euro investiert werden, nicht unbedingt plausibel. Der Grund dafür besteht darin, dass die Kämmerei die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen auf der Basis des bereits aktivierten Vermögens automatisch aus der Anlagebuchhaltung generiert. Die Abschreibungen, die aus künftigen Investitionen entstehen werden, sind damit nicht berücksichtigt. Im Ergebnis kann man den Haushaltsplanentwurf an dieser Stelle gleichwohl nicht unbedingt als falsch bezeichnen, denn die Investitionen der nächsten Jahre, vor allem die großen Baumaßnahmen, werden erst aktiviert werden, wenn sie vollständig fertiggestellt und schlussgerechnet sind. Das aber wird noch einige Zeit dauern und liegt daher im Wesentlichen auch erst nach dem Ende des aktuellen Finanzplanungszeitraums. Perspektivisch wird der Abschreibungsaufwand aber natürlich nicht sinken, sondern über das aktuelle Niveau von rund 6,8 Millionen hinaus auf ansteigen. Hier liegt ein erhebliches Risiko auch für den Ergebnishaushalt. Weitere Risiken bestehen durchaus auch im Investitionshaushalt. Dass für die Straßenbeleuchtung noch erhebliche Mittel erforderlich sein werden, hatte ich bereits erwähnt. Auch ob alle Streichungen im Investitionshaushalt aus Ihrer Sicht überzeugend sind und Bestand haben können, darf man sicherlich kritisch diskutieren. Vor allem aber ist die Finanzierung der Wärmewende durch das geplante Nahwärmenetz der Stadtwerke aktuell noch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Vermutlich wird im Rahmen der Haushaltsplanberatung und vor der für den 21. März 2024 vorgesehenen Verabschiedung des Haushalts hier noch nachzusteuern sein. Für heute aber liefert der Haushaltsplanentwurf 2024 mit der Finanzplanung bis zum Jahr 2027, wie ich denke, eine gute Grundlage für die Haushaltsplanberatung in den nächsten Wochen.
auf die Diskussion mit Ihnen zum Haushalt und zu allen sonstigen Fragen, die sich aus dem Haushalt ergeben oder mit ihm zusammenhängen, freue ich mich. Wie gewohnt wird die Verwaltung die Fraktion bei den internen Haushaltsberatungen wieder nach Kräften unterstützen und ich selbst stehe Ihnen bei Bedarf gern persönlich zur Verfügung. Vielen Dank.